Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 25. November. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hoffe, Sie hatten bisher eine gute Handelswoche. Wir wollen heute wieder ein Währungspaar unter die Lupe nehmen, was ja ein Stück weit exotisch daherkommt. Es handelt sich hier um den Euro gegenüber dem Australdollar. Sie sehen es ja hier schon. Und das Währungspaar ist zugegebenermaßen nach einem freudvollen Anstieg buchstäblich mittlerweile in sich zusammengebrochen. Und das schauen wir uns jetzt mal gerade hier auf großer Zeitebene an. Hier dazu der Wochenchart mit Blick bis ins Jahr 2005. Warum? Weil wir hier ein sehr, sehr wichtiges Level sehen, aber sogar hier so schon seit 2004 herrührt. Doch wir wollen es mit der Geschichte nicht übertreiben. Grundsätzlich hier die Situation. Ja, wir wissen genau, nach der Finanzmarktkrise geriet der Euro mehr als recht unter Druck. Der Australdollar im Gegenzug hier auch unter Abgabedruck, aber nicht in dem Maße eben. Insofern hier die klare Abwertung beim Euro gegenüber dem Australdollar. Dann hier mit dem Tief 2012 sehr dynamische Erholungsbewegungen. In interessanter Weise stoppte genau diese im Bereich plus minus, können wir ruhig 50 Pips hier auf Wochenbasis aussenden, 1,5550. 1,56 hier in dieser Zone. Sie sehen das, das war 2005, 2007 und dann kurzzeitig 2010 ein ganz klares Support-Level. Dieses Niveau wurde hier bestätigt im Januar 2014, nachdem es eben hier so eine Art inverse Schulter-Kopf-Schulter-Schulter-Formation gab. Mit Überwindung dieses Widerstandslevels 1,29, 1,30 vielmehr noch, ging es dann hier dynamisch nach oben und genau hier wurde das Level eben wieder bestätigt. Es folgte ein starker Rücklauf, der mehr oder weniger hätte rein charttechnisch hier bei 1,40, 50, 1,41 hätte enden können, ist aber nicht passiert. Es gab hier noch einen schönen Spike nach unten, dann wieder Erholungsbewegung und dann ließ sich hier sogar ein Abwärtstrend skizzieren mit diesem Scheitern hier im Dezember 2014 und jetzt hat sich dann eben unlängst auch hier ein Unterstützungslevel bei 1,37 95, 1,38, 15 etabliert hier diese Zone. Auch hier ließ sich dann praktisch eine Aufwärtstrendlinie einzeichnen und seither ging es eben hier sehr dynamisch nach oben und das bis in den Sommermonat hinein. Euro also hier stark nach oben gelaufen, vordergründig auch deshalb, weil der Australdollar eben sehr, sehr schwach daherkam. Hier schwache Konjunkturdaten aus China sorgten für Ängste, dann die Rohstoffschwäche. Australien gilt ja hier auch als ganz klares Rohstoffland, die Währung, Rohstoffwährung auch. Entsprechend hier dann nochmal ganz klar nach dem Abverkauf hier dann wieder unter Druck geraten, weil die Rohstoffpreise auch sichtlich in den Keller gerieten. Jetzt unlängst aber seit dem Hoch hier vom August, was bei 1,65, knapp 1,66 markiert wurde, sahen wir dann hier eben die Konsolidierung und rein charttechnisch hätte man hier auf Wochenbasis ableiten können, dass hier bei 1,55 50, 1,56 hier eine Bodenbildung stattfinden könnte. Und das Setup war auf jeden Fall legitim, denn zu diesem Zeitpunkt hätte hier der Markt ja ein Pullback klassischer Art vollziehen können aus dieser einsten Widerstandszone, frühere Unterstützung, dann hier eben Widerstand mit Ausbruch praktisch hätte hier diese Unterstützung oder dieser Widerstand vielmehr wieder als Unterstützung fungieren können. Pullback und entsprechend nach oben rauf. Das sehen wir aber, ist nicht passiert. Wir hatten hier dann die nachfolgende Kerze nach dem Hype hier vom August in Form eines Außenstabs, Outside vielmehr. Und dann haben sich hier mehrere Wochen innerhalb dieser Kerze abgespielt, bis es dann hier Anfang Oktober wieder unter 1,5550 ging. Und dann sogar eben auch hier diese Range verlassen wurde. Das war indirekt schon ein Startschuss dafür, dass es jetzt hier erstmal fallende Preise geben könnte. Und ja, Sie sehen ja, was seither passiert ist. Der Markt, Schrägstrich der Euro gegenüber dem Australdollar, ist sichtlich unter Druck gekommen. Jetzt nehmen wir hier mal das kleinere Bild. Es gab hier auch einen sehr schönen Aufwärtstrendkanal, wo sich das Währungspaar sehr, sehr dynamisch nach oben orientierte, vom Frühjahr bis zum Sommer. Dann eben hier der Hype, dann die Seitwärtsphase, hier diese große Range, dann der erste Ausbruch und hier der zweite Ausbruch. Und Sie sehen hier schematisch mal im Prinzip hier die Korrekturbewegungen. Und ja, seit dem letzten Tief, Schrägstrich seit dem letzten Tief hier vom Oktober und dem entsprechenden Reaktionshoch Anfang November, sieht man hier eine konsequente Abwertung. Also das Währungspaar hat hier kaum Reaktion nach oben gezeigt. Doch jetzt, und das ist das Spannende, Chance auf Bodenbildung, Fragezeichen. Wir haben hier ein Unterstützungslevel bei 1,4645. Diese Zone, abgeleitet hier vom Juni, Schrägstrich Juli,
ist hier ganz klar ein Support-Level und nach diesem starken Ausverkauf, das Momentum ist nach wie vor sehr, sehr negativ, kann sich hier eine charttechnisch begründbare Bodenbildung finden lassen. Das heißt, rein technisch gesehen könnte das Währungspaar durchaus hier eine Stabilisierung erfahren, dann allerdings nach aktueller Einschätzung lediglich korrektiv ansteigen. Und Sie sehen, hier gab es auch schon vorgeschaltete Unterstützung, die das Währungspaar buchstäblich durchbrach. Das Level fungiert jetzt ergo als Widerstandsbereich. Hoppala, nochmal drauf. So, rote Zone. Sprich aus den früheren Unterstützungen, die es denn hätten sein können, werden jetzt Widerstände. Deswegen skizziere ich mal hier die Farbe um. Und ja, vom aktuellen Niveau wäre theoretisch eben die Chance gegeben, hier einen Erholungsimpuls zu starten, der bis in den Bereich 1,50 gehen könnte. Gegebenenfalls vielleicht sogar darüber hinaus. Von diesen Levels ausgehend müsste man dann allerdings rein trendfolgend wieder von neuen Tiefs ausgehen. Das kann durchaus passieren, aber das gilt es eben abzuwarten. Aber rein technisch wäre eben hier durchaus die Gefahr groß, dass der Markt dann hier entsprechend weiter nach unten absackt, nachdem es jetzt auf jeden Fall eine korrektive Erholungsmöglichkeit gibt, rein charttechnisch abgeleitet. Sollte dies ausbleiben, dann muss man sich hier eine Etage tiefer orientieren. Und das wäre dann grob das Level, das sehen Sie hier bei 1,43,30 etwa. Das wäre im Prinzip oder 1,43,50. Plus minus 10, 20 Pips wäre hier im Prinzip die nächste Zielzone, wenn das Währungspaar eben hier dann nach einer Erholung abkippt oder auch direkt jetzt hier zum Beispiel unter 1,46 abdriftet, dann muss man davon ausgehen, dass nochmal gut 300 Pips, 250 Pips Luft nach unten sind. Das Währungspaar also hier entsprechend unverändert mit einer klaren Schieflage. Gut, schauen wir uns das kurzfristige Bild an. Im Stundenchart. Also sehr schöne Abwärtsbewegung, obgleich hier häufig in der Nacht zu entsprechenden News aus Australien hier immer entsprechende Bewegungsimpulse stattfinden. Das muss man wissen. Gerade der Australdollar oder auch der, also Aussie und Kiwi generell und alle Währungspaare, die da im Kontext stehen, sind in der Nacht anfällig für Daten, eben aus Japan, China oder eben speziell aus dem ozeanischen Raum. Das heißt, hier muss man immer wieder mit Bewegungen entsprechender Natur rechnen. Grundsätzlich hier aber die Situation, dass der Markt eben in einem intakten Abwärtstrend ist. Und wenn wir uns hier die Stunde anschauen, also hier den Stundenchartverlauf, dann sehen wir hier ja, den Versuch einer leichten Bodenbildung, auch hier im Stundenchart schon ja, vorsichtig ausgedrückt mit Divergenzen, positiven Divergenzen dahingehend. Sollte das Währungspaar heute hier den Pivot-Level um oder über 1,47 überschreiten, 1,47,09, dann wäre technisches Potenzial, und da haben wir hier im Stundenchart eigentlich eine erste sehr gut definierbare Widerstandszone bis in den Bereich 1,48. Das wäre ein kurzfristiges Aufwärtsziel, sofern wir eben hier diese Divergenzen nutzen können, um weiter wirklich nach oben zu steigen. Alles andere hat hier dann natürlich den Charakter einer bärischen Flagge. Muss man eben aufpassen. Ein neues Verlaufstief wird auf jeden Fall weitere Reaktionen nach unten zulassen. Ansonsten aufgrund des starken Ausverkaufs kann man hier auch spekulativ auf eine Erholung setzen, die zunächst bis 1,48 gehen könnte. Und wenn das Level sogar überwunden werden würde, dann hätte man sogar hier die Chance, dann sogar weiter in Richtung dieses Widerstandslevel von auf Tagesbasis zu träumen, auszugehen im Bereich von 1,50. Aber das mal die kurzfristige Struktur hier zum Euro gegenüber dem Australdollar. Chance ist gegeben, relativ gesehen gegen den Trend, gegen den vorherrschenden Abwärtstrend, sogar mit einem engen Stopp hier in den Trade reinzukommen. Dann ist schöner, eben hier dann die Position dann auch gegebenenfalls nach oben weiter spielen zu können auf Tagesbasis. Grundsätzlich, wie gesagt, ganz interessant. Deswegen auch heute hier im Radar. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, nachher das Devisenradar-Webinar, wie immer jeden Mittwoch 15 bis 16 Uhr. Wenn Sie mögen, hören wir uns da wieder. Ansonsten morgen 9:30 Uhr. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.